Hallo, mein Name ist Aronia, ich bin Refua-Lehrerin und das bedeutet, ich heile Menschen mit der spirituellen Refua-Kraft und gebe mein Wissen an andere Menschen weiter. Auf dem Gebiet der spirituellen Heilung gibt es sehr viele spannende Dinge zu entdecken. Deshalb möchte ich dir in diesem Video etwas über die Ausbildung zum Refua-Anwender erzählen. Refua-Anwender sind Menschen, die diese heilende Kraft für ihre eigene Gesundheit, ihr inneres Gleichgewicht und die positive Gestaltung ihres und das Leben ihrer Mitmenschen einsetzen. Ich selbst habe diese heilende Kraft des Refua-Systems von Salomo Bashem gelernt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Salomo für die wertvolle Refua-Ausbildung, die Unterstützung und die tolle Lernatmosphäre, die wir bei ihm hatten und immer noch haben. Refua, ein Weg, auf dem es immer wieder neue Dinge zu lernen und umzusetzen gibt. Ich bin selbst immer wieder begeistert, wenn sich neu gelernte Übungen in der Umsetzung als heilsam erweisen. Das ist für mich jedes Mal der beste Beweis, dass Refua wirkt. Ja, nun zu den Anwenderstufen. Refua kannst du auch ohne Vorkenntnisse lernen. Das Einzige, was du mitbringen solltest, ist ein Interesse an spiritueller Heilung. Da wir gerade in einer Zeit leben, in der unser Blick durch die Medien sehr stark auf alles, was nicht so gut läuft, gerichtet wird, um diesen negativen Gefühlen, die Krankheiten verursachen können, etwas entgegenzusetzen, lehren wir Refua-Übungen, die dir helfen können, deine negativen Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du diese Übungen in deinem Alltag einsetzt, kannst du deinen Fokus mehr auf die positive, harmonische Gestaltung deines Lebens richten und gewinnst Freude und Energie. Wir lehren dich, wie du dein inneres Gleichgewicht findest. Gerade in Konfliktsituationen oder Stresssituationen ist es für mich schon einige Male sehr hilfreich gewesen, diese Übungen zu kennen. Auch eine Freundin von mir, die bei mir Refua gelernt hat, hat mir bestätigt, dass ihr die Übungen in den Konfliktsituationen mit Mitmenschen sehr geholfen haben, freundlicher und harmonischer mit ihnen umzugehen. Bei den Refua-Kursen legen wir Lehrer und Lehrerinnen viel Wert darauf, dass du verstehst, wie das Heilungssystem aufgebaut ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass du bei einem Beinbruch einen Arzt aufsuchst und nicht versuchst, mit den Methoden der spirituellen Heilung anzufangen. Wenn du einen Gips am Bein hast, dann kannst du mit der spirituellen Heilung beginnen und den Heilungsprozess beschleunigen. Dies ist ein einfaches Beispiel, in dem es sehr offensichtlich ist. Gleichzeitig gibt es ja auch sehr komplexe Heilungssituationen und da ist es vom großen Nutzen, wenn du verstehst, was du tust. Ja, aber das gilt wohl für alle Lebenssituationen. Es ist immer sinnvoll zu wissen, was man tut. Im Refua gibt es verschiedene Ausbildungsstufen. Es gibt 3 Anfängerstufen, in der die Grundlagen der Heilung angelegt werden. Mit diesen Stufen hast du ein gutes Grundwissen, mit dem du schon erste Heilungsergebnisse bei dir und anderen erzielen kannst. In den 3 fortgeschrittenen Stufen werden die Grundlagen vertieft und du erweiterst dein Verständnis der spirituellen Heilung. Mit diesem Wissen hast du die Möglichkeit, schon etwas komplexere Heilungsvorgänge anzuwenden. In den 3 Lehrerstufen kannst du lernen, wie du dein Wissen an andere Menschen weitergibst und wie du sie auf ihrem Weg begleiten kannst. Zu den Meisterstufen kann ich noch nicht viel sagen, weil die habe ich selber noch nicht durchlaufen. Aber ich kann dir was zu der Kraftübertragung sagen. Im Refua gibt es zu jeder Stufe auch ein Ritual. Für mich ist es eines der schönsten Teile, weil hier die Kraftübertragung stattfindet. Und dieses ist ein sehr besonderer Moment für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin. Meine eigene Erinnerung an mein erstes Refua-Ritual ist, dass ich die Refua-Kraft sehr intensiv gespürt habe. Viel stärker als bei einem anderen Heilungssystem, das aus dem östlichen Raum kommt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie sich ein tiefes Gefühl der Ruhe und Dankbarkeit in mir breit gemacht hat. Und das Gefühl ist noch lange nach der Einweihung geblieben.
Refour kann so viel Glück und Freude in dein Leben bringen und du kannst anderen Menschen helfen, ebenfalls glücklicher zu werden. Und ich finde, das ist ein guter Grund, um es auszuprobieren. Es gäbe ja noch so viel zu Refour zu erzählen, doch für heute würde ich es erstmal dabei belassen. Und wenn du noch mehr Informationen zu dem Thema möchtest, findest du einen Link unter dem Video. Und falls du noch Fragen hast, kannst du die auch gerne in die Kommentare schreiben.